Die Nieren wie im Märchen aus Tausend und einer Nacht, mitten in Berlin. Wie exotisch darf es für Deutsche sein? Bis jetzt habe ich nie gesehen, dass ein Deutscher einen Lammkopf gegessen hat. Wie traditionell ist das Dinner wirklich? Was ist arabisch am arabischen Abend, was eher deutsch? Und wie passt eine deutsche Weihnachtsfeier in das orientalische Ambiente? Die Atmosphäre ist einfach toll, muss ich sagen. Es macht unheimlich viel Spaß. Das Zelt der Sinne. Eine außergewöhnliche Weihnachtsfeier. Ein großes Zirkuszelt mitten in der deutschen Hauptstadt beherbergt eine fremde Welt. Arabische Teppiche, Polster, Tücher und Figuren bilden die perfekte Umgebung für eine orientalische Dinnershow. Heute Abend begibt sich eine deutsche Firma auf die Reise in den Orient. Eine möglichst außergewöhnliche Weihnachtsfeier ist gewünscht. Doch wie viel Arabien kann man in Berlin wirklich erleben? Und was erwarten die Firmenmitglieder von ihrem Abend? Wir haben für unsere Weihnachtsfeier nach einem besonderen Ambiente gesucht und sind dann hier auf die Somadi Dinnershow gestoßen und denken, dass das wirklich was Besonderes ist und dass orientalisch ja auch nicht alltäglich ist in unserem Leben. Koch Habib Awini ist Herr der Zeltküche und verantwortlich für das orientalische Menü, das zur Dinnershow serviert wird. Schon die Einkäufe für den Abend bedeuten für ihn heute eine kleine Herausforderung. Als kulinarische Überraschung der Weihnachtsfeier hat die Firmenchefin einen original arabischen Hauptgang bestellt. Couscous mit Lammkopf. Doch wie orientalisch darf ein Dinner für den deutschen Gaumen werden? Bis jetzt habe ich nie gesehen, dass ein Deutscher einen Lammkopf gegessen hat. Und der heute bei uns, besonders bei uns, heute erst einmal. Da ein Gast bestellt zum seinem Abendessen, zum seinem Menü, das Lammkopf. Auch die restlichen Speisen stammen aus Nordafrika. Von Marokko bis Syrien reicht die Spanne. Ob orientalische Dattelcremesuppe oder das Couscous-Hauptgericht mit Hühnchen, Habib Awini weiß genau, wo er die traditionellen Zutaten findet. So, diese ist Ras el Hanout, ist ein orientalisch Gewürzte. Sind mehr als 16 Gewürze drin. Und dann braucht man für Couscous. Aber dazu, wir haben auch Untergewürze. Wir mischen selber zusammen diese Gewürze. Die Lebensmittel für das allabendliche Menü muss Habib Awini in der ganzen Stadt zusammensuchen. Der Koch stammt aus Tunesien und versucht, Zutaten zu finden, die schmecken wie in seiner Heimat. Das ist bei den benötigten Mengen nicht immer einfach. Gerade bei den traditionellen süßen Backwaren muss Awini deshalb oft auf Teilchen zurückgreifen, die den tunesischen Originalen wenigstens ähnlich sind. Blätterteig mit Pistazien und Honig, aber nicht zu süß. Beim arabischen Bäcker ist Habib Awini mittlerweile Stammkunde und das ist heute die letzte Station seiner Einkaufstour. Denn die Zeit drängt, er muss zurück in seine Küche. Im Zelt trägt Oberkellner Mustafa Sidki heute die Verantwortung. Er kommt aus Casablanca in Marokko. Aus seiner Heimat stammt auch das orientalische Inventar. Wenn ich mich hier ein bisschen sitze, dann fühle ich mich ein bisschen, dass ich höher sitze. Normalerweise in Marokko sitzt man ein bisschen tiefer. Die Vorbereitungen für Orient-Show und Weihnachtsfeier sind in vollem Gange. Während die Kellner die Tische eindecken, proben in der Mitte des Zeltes die Artisten. Sie werden am Abend zwischen den Tischen auftreten. So kommt Tausend und eine Nacht in den kalten Winter Europas. In der Küche wird jede Menge Gemüse für den Hauptgang geschnitten. Traditionell verwendet man in Arabien Karotten, Zucchini, Kürbis und Kartoffeln. Vorbereitung ist hier das A und O, denn am Abend bleibt nur wenig Zeit, um die einzelnen Gänge fertigzustellen. Koch Omar Ziati kümmert sich zunächst um das Couscous, Grundnahrungsmittel der nordafrikanischen Küche. Das Couscous-Grieß wird in Öl und Wasser eingeweicht. Das Besondere, Couscous wird nicht gekocht, sondern gedämpft. Couscous ist ein Nationalgericht in Nordafrika. Wenn man Besuch hat und Gäste haben, das in Nordafrika, der erste, was man für die Gäste essen macht, ist Couscous. Schon jetzt sind es über 30 Grad in der Küche, als Habib Awini die Hähnchenfilets für das Couscous einlegt. Nun kommt auch das geheimnisvolle Ras El Hanout zum Einsatz. Übersetzt heißt das Kopf des Ladens, denn jeder Gewürzhändler in Marokko hat seine eigene geheime Mischung. Safran schließlich gibt den typischen Geschmack. Und natürlich die Farbe. In Nordafrika wird Couscous normalerweise mit Lammfleisch zubereitet. Damit es im Berliner Zelt aber auch jedem Gast schmeckt, gibt es hier Hähnchen. Um
Umso erstaunter ist der tunesische Koch über die heutige Sonderbestellung. Als Überraschung für die hoffentlich hartgesottenen Gäste einer Firmenweihnachtsfeier soll das Couscous heute mit einem Lammkopf serviert werden. Die Gäste warten schon im Foyer. Im Zelt werden die Gäste mit traditioneller Live-Musik empfangen und von Mustafa persönlich zu ihren Tischen begleitet. Der erste Gang lässt nicht lange auf sich warten. Genau wie in Europa wird im Orient eine Suppe als Vorspeise gereicht. Nur die Zutaten sind etwas anders. Süße Datteln, sehr ungewöhnlich für unsere Gaumen. Dattelcreme-Suppe, es gibt nur in Tunesien zum Beispiel, was ich kenne, nur in Tunesien. Und in Tunesien wissen die Dattel aber zu süß. Und hier in Deutschland isst man nicht so süß, alles Suppe. Dann haben wir ganz andere Idee gehabt und wir haben ganz andere mit bisschen Schärfe, alles in Tunesien zu süß. Und kann man alles normale Tomatensuppe mit Datteln gemacht und mit Ingwer, mit Zimt. Parallel zum Menü zieht sich eine orientalische Show durch den ganzen Abend. Das Publikum soll mit allen Sinnen in die fremde Welt eintauchen. Während hier die Bauchtänzerin den Gästen einheizt, beginnt es auch in der Küche heiß herzugehen. Noch neun Leute gekommen, bitte die Schale für die Suppe. Kannst du mir weitergeben? Dankeschön. Die letzte Suppe wird ausgegeben, da richten die Köche schon das Hauptgericht an. Auf großen Schalen geben sie Couscous, das gekochte Gemüse mit Soße und die Hähnchenfilets. Es bleiben nur 10 Minuten Zeit. Sonst wird das Essen kalt und der Ablauf der Show gestört. Das Küchenteam läuft unter Stress zur Hochform auf. Wenn viele Leute hier im Zelt, macht mehr Spaß. Viel zu tun, aber macht mehr Spaß. Hoffentlich kommt das Überraschungsgericht bei den Gästen der Weihnachtsfeier auch gut an. Der Lammkopf gilt in arabischen Ländern als Zeichen besonderer Gastfreundschaft. Man serviert das Hauptgericht. Oberkellner Mustafa sorgt für den reibungslosen Ablauf des Abends und er trägt die Schale mit dem Lammkopf. Wie werden die Gäste reagieren? Ich glaube, es ist eine Überraschung für den Gast. Wird eine Überraschung. Vielleicht ganz anders erwartet und hat diese Überraschung das Lammkopf auf dem Teller. Die Überraschung gelingt. Für Gesprächsstoff ist gesorgt. Doch niemand wagt sich an den Kopf heran. Also ich fand den Schafskopf auch sehr originell, würde ihn nicht probieren, weil ja, das sah mir, glaube ich, zu lebendig aus. Ansonsten war das Essen sehr lecker. Richtig gemacht. Obwohl man Teile des Kopfes essen kann, bedeutet dies nach orientalischer Tradition, dass zu wenig auf dem Teller war und der Gastgeber noch ein Schaf schlachten muss. Und die anderen Gäste? Wie schmeckt Ihnen das Essen des tunesischen Kochs? Also schmeckt ganz ausgezeichnet. Wir haben auch gerade eine sehr scharfe Soße getestet, wie man sieht. Und die Atmosphäre ist einfach toll, muss ich sagen. Es macht unheimlich viel Spaß. Also ich muss sagen, das hat sehr, sehr gut geschmeckt. Es ist nicht so definitiv mein Fall, aber es waren wirklich leckere Sachen dabei, wo ich gesagt habe, gut, wir haben zwar nicht alles aufgegessen, aber es war sehr, sehr gut. Gut gemacht, ja. Das allerleckerste überhaupt war die Vorsuppe. Wie ist die? Dattelsuppe? Ja, die Dattelsuppe. Da erwartet man was Süßes, aber es war total herzhaft. Es war super lecker. Der arabische Mokka schmeckt nach Kardamom und eigentlich sehr bitter. Er wird für den deutschen Geschmack aber gesüßt serviert. Zu jedem arabischen Festmahl gehört auch die Wasserpfeife. Es wird jeden Tag geraucht, tagsüber, aber am besten schmeckt das nach dem Essen. Der Tabak ist sehr feucht und aromatisiert, zum Beispiel mit Apfel, Kirsche oder Orange. Den Gästen scheint es zu schmecken und während im Zelt die Show weiterläuft, ist in der Küche Endspurt angesagt. Als letzten Gang servieren Habib Awini und seine Kollegen große Obstschalen. Zum Ende der Schicht herrschen in der kleinen Küche 40 Grad Celsius. Wie ist der Abend für den tunesischen Koch und seine Kollegen gelaufen? War ein bisschen stressig und für 120 Personen in 10 Minuten Essen raus zu haben, ist sehr, sehr gut. Mit dem Obstgang geht auch die Weihnachtsfeier dem Ende entgegen. Gerade wegen des ungewöhnlichen Ambientes und der exotischen Traditionen, die orientalische Show zu Weihnachten hat die Gäste überzeugt.